Lieben, es ist heute Montag. Auch wieder Montagabend, mittlerweile 20 nach 7. Es läuft gerade Berlin Tag und Nacht und ich habe mir gedacht, ich sag hier auch mal Hallo. Ich habe heute so ein bisschen auf Snapchat gequatscht und ja, ich bin heute nochmal zu Hause geblieben. Ich bin jetzt gerade so ein ganz bisschen auf dem Damm. Ich habe auch echt den ganzen Nachmittag auf der Couch gelegen. Den ganzen Tag. Ich wollte morgen nochmal beim Arzt. Ich bin halt viel zu lange mit dem Husten und allem schon rumgerannt. Ich hatte ja seit Samstagabend Fieber. Mit erhöhter Temperatur zwischendurch, dann wieder Fieber und. Also immer so ein Auf und Ab. Ich habe von innen sowas von geglüht. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ja, und ich wurde jetzt die ganze Woche leider nochmal krank geschrieben. Mir fällt hier jetzt schon die Decke auf den Kopf. Ich habe keinen Bock eigentlich. Aber der Arzt, der ist halt, ne, der sagt halt so, wie es ist. Und da ich mich sowieso nicht schonen würde, wenn ich zur Arbeit gehe oder so, dann, ja, ich muss das auskurieren, sonst liege ich in 2-3 Wochen wieder flach. Und, ja, muss jetzt gucken, wo ich bleibe quasi. Ist ein bisschen doof, weil wir Mittwochabend die Wohnungsübergabe haben werden wahrscheinlich und Donnerstag eigentlich mit dem Boden anfangen wollten. Da muss ich mal gucken, wie wir das machen. Ich hoffe ja, es geht mir bis dahin wieder besser, dass ich vielleicht auch schon früher wieder arbeiten gehen kann. Ich muss mal gucken. Also das kann ich halt jetzt echt so nicht sagen. Es tut mir auch wahnsinnig leid, dass nicht so viel kommt, aber ich liege wirklich den ganzen Tag quasi auf der Couch, um mir zwischendurch was zu essen. Gehe auf Toilette und leg mich wieder hin. Ich habe heute Mittag auch ein bisschen geschlafen und ja, ich liege hier wieder mit meiner Decke, Kuschelsocken an und so Kram. Ja, Olli räumt gerade etwas auf und macht gleich Abendessen. Ja, so sieht das nämlich aus. Es gibt sonst wirklich gerade nichts zu berichten. Es ist gerade relativ langweilig. Doch wir haben uns immer so ein bisschen durch das Sky-Angebot gesäppt. Ich habe mir da einiges auf die Wunschliste bzw. auf die Merkliste gesetzt, weil ich mir einiges angucken möchte, auch so serienmäßig und auch filmemäßig. Da habe ich doch relativ viel noch, was ich mir angucken möchte, was interessant ist. Vor allem Die Schöne und das Biest als Disney-Film. Ich weiß nicht, das reizt mich irgendwie, weil ja bald auch die Echtverfilmung rauskommt oder schon rausgekommen ist. Nee, ich glaube, die kommt erst noch. Genau, ich habe mir meine Haare auch nur mit so einer Klammer zusammen gemacht und chill hier jetzt halt, wie gesagt, so rum. Ich werde jetzt weiter Berlin Tag und Nacht gucken, bis es gleich Essen gibt. Und ja, ich hoffe, ich kann nachher überhaupt schlafen. Dafür, dass ich ja den ganzen, oder heute Vormittag nochmal geschlafen habe. Muss ich mal gucken. Der Arzt hat es auf jeden Fall nicht für sinnvoll erklärt, mich nur bis Mittwoch krank zu schreiben, dass ich Mittwochmorgen nochmal wiederkommen sollte, weil er sagte, so schnell wird das vermutlich jetzt nicht weggehen, wenn ich jetzt noch Fieber habe. Und ja, ich habe jetzt bisher noch nicht wieder Fieber gemessen, weil mein Anziehbarthermometer leer ist, die Batterien. Ja, wie gesagt, ich bin so in Chill-Modus. Ich soll mich aber auch schon. Ja, also bleibt mir leider nichts anderes übrig.